Hallo, ich möchte das, danke. Das solchen Meter gerne wieder ausrüsten. Da ist noch einer. Nach Anweisungen, bla bla bla. Warum denken Sie das? Sie sollten nicht so eifrig sein. Ja, mehr kann ich jetzt wieder nicht mit dir reden. Okay. Ja. Und no. Oh, Alter. Scheiße. Das war sehr knapp gerade. Da ist der dritte, glaube ich, hoffe ich. Nee, du bist einfach nur ein Wachposten in der Walachei. 5? 10? Klingt also ein bisschen wie A, B, C. Ein bisschen Oligan hier. Ach Mist, ich kann doch jetzt nicht einfach hier... Ach ja, diese klaren Anweisungen, ist immer schön. Upsala, Entschuldigung. Also, hier waren wir. Hier waren wir. Hatte ich hier geguckt? Oder hier unten? Hier könnte ich auch noch gucken. Gehen wir mal dahin. Ah, ich will auch nicht so viel Zeit vergeuden, Mensch. Ach, übrigens, haha. So. Irgendwas, was ich anziehen kann? Nö. Ich höre Gemansche auf meinem Ohr, das ist nicht schön. Der. Irgendwo plärt ein Blag. Hier überhaupt irgendwie raus? Nein. Wahrscheinlich nicht. Obwohl doch hier vorne links irgendwo. Da vorne links. Hier war Isidors Haus. Ich habe gerade aus Versehen die Taste gedrückt, die Waffe wegsteckt. Deswegen hatte ich auf einmal keine Waffe mehr. Nicht wundern. Ach Leute, ich weiß es doch auch nicht. Du bist, glaube ich. Ich sollte auch wieder mein Messer ausrüsten. Achso, ich habe jetzt zwei, ne? 76, 100. Ah, perfekt. Puh. Oh, wie dieser Schurke diesen Körper zerschnitten hat. Er versteht sein Geschäft. Er ist ein wahrer Meister im Leichen zerschneiden. Da bringen Sie den Leichnam mit all den Schnitten. Wohin bringen Sie ihn? Zum Friedhof, wohin sonst? Um für die Beerdigung vorzubereiten. Und Sie, gnädiger Herr, warum fragen Sie? Aus Arbeitsgründen. Okay. Die Leiche, die der Metzger geöffnet hat, wurde zum Friedhof gebracht. Das ist aber alles hier verworren und hin und her und so. Kann ja angehen. Ja, zum Friedhof. Waren wir da überhaupt schon mal? Ich glaube nicht, ne? Thank you.
dazu. Ospina nochmal, also in die Richtung. Spannend alles hier. Gibt's ja wohl nicht. Achso, ich bin ja nicht mehr im solchen Distrikt. Das heißt, ich kann auch. So. Meine Kleidung wieder abnehmen. Ich habe gerade eben noch rechtzeitig dran gedacht, tatsächlich. Habe ich noch Glück gehabt. So. Mal eben W gedrückt halten und. Lecker O-Saft. Jelly. Die Kehle auf Furcht halten bei dem ganzen Gebrabbel hier. Es ist ja tatsächlich so, als Let's Player labert man viel. Aber ich glaube, ich würde mal die These in den Raum stellen, dass ich meine Stimmbänder und so, dadurch, dass ich jetzt schon so viele Jahre mache, also nicht nur Let's Plays, sondern generell YouTube-Videos und auch Podcasts und sowas, dass sich die da mittlerweile schon ganz gut dran gewöhnt haben. Ziemlich ausgeleiert sind schon. Wie auch immer. Mit Rudi sprechen. Gerade hier ist. Ja. 94 hatten wir und 76. Naja, genau, da hat sich auch nichts getan. Erdnüsse, schön. Und tatsächlich echte, also jetzt nicht die Währung, glaube ich, die ich immer mal als Erdnüsse bezeichne. Hier vorne müssen wir, glaube ich, hin. Oh fuck. Ich überlege gerade. Ist das die Mission? Wie viele Patronen habe ich denn? 15. Ich habe nämlich mich gerade an etwas erinnert. Ja, ach, das ist die Mission. Ich versuche mich mal anzuschleichen, denn da sind ja. Wachen. Wachen! Wenn ich sneake durch das Gras wie so ein Pokémon, dann werden die mich nämlich nicht sehen. Denke ich mir. Aber die gucken in alle Richtungen, das ist das Blöde. Was wollen Sie, mein Lieber? Nichts, ich wähle einen Grabstein für mich aus, ja klar. Vor allem auf dem Friedhof, wo die Leute begraben sind, kannst du ja gar. Also gut, man kann sich Inspiration holen, aber. Ne. Dieser Körper stammt aus dem infizierten Distrikt. Ja, wir bereiten ihn auf die Beerdigung vor. Warum fragen Sie? Ich brauche ihn für meine Arbeit. Gut, gut. Und wir brauchen Ihre Arbeit, Doktor. Ich hoffe, Sie sind an diesem Körper aus Gründen des Allgemeinwohls interessiert und nicht, um sich damit zu amüsieren. Ihre Hoffnung trifft zu. 10.000 Münzen und er gehört Ihnen. Sind Sie übergeschnappt? Ich hab nicht 10.000. Und außerdem ist das Wura, du Pisser. Ich werde das Angebot nur einmal aussprechen. Sie werden mir den Körper geben, weil ich es Ihnen gesagt habe. Im Namen von Kommandant Saburov. Kommandant Saburov? Kommandant Saburov ist nicht mein vorgesetzter Offizier. Ich bin Freiwilliger. Sie verstehen mich, Doktor, oder soll ich es Ihnen genauer erklären? Vielleicht sollten wir uns einigen? Wow. Moment. Das laden wir nochmal. Ich hatte in Erinnerung, dass man irgendwie, dass sie einen angreifen, aber ich hatte nicht in Erinnerung, dass man sie nicht bekämpfen kann. Und die Patronen, weil sie ja irgendwie durch sie hindurchgegangen sind, möchte ich ehrlich gesagt nicht wirklich vergeuden. Dafür sind sie dann doch ein bisschen zu wertvoll.
Grabsteinhopping. La 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 la. Puh, okay, ich hab's geschafft, dass ich nur einmal geschlagen wurde. Und jetzt stehe ich mit einer Waffe gezückt vor dir. Der Seher stimmt mit seinen Kollegen überein. Das ist eine Gelegenheit. Mhm. Worum es auch immer geht, man weiß es nicht. Seien Sie leise und hören Sie mir gut zu. Ich habe diesen Leuten erklärt, dass Sie nicht derjenige sind, der die Metzger dazu gebracht hat, Leichen aufzuschneiden. Puh, danke, ich bin Ihnen zu Dank verpflichtet. Wir müssen akzeptieren, dass sich ein unbekannter Schlitzer in der Stadt aufhält. Ein zweifacher Verbrecher. Jemand, der es gewagt hat, sein Messer gegen die Unantastbarkeit des Körpers zu erheben und die heilige, Entschuldigung, Überreste der Toten zu schänden. Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie nicht der Schlitzer sind. Und wir haben die Jagd auf den wirklichen Schlitzer eröffnet. Ein guter Zug, das wird sie auf die falsche Fährte locken. Diese Wachmänner befanden sich am Friedhof. Nun ist niemand mehr dort. Ich werde sie losschicken, um eine Blockade des infizierten Distrikts einzusetzen. Und ich werde die nächste Abteilung zum Friedhof schicken. Und zwar 10. Hören Sie mich! In 10 Minuten, nachdem Sie gegangen sind. Ach so, Sie haben 10 Minuten zusätzlich, um es rechtzeitig zu schaffen. Ich danke Ihnen, Kommandant. Ich verstehe, was Sie dieses Entgegenkommen kostet und ich weiß es zu schätzen. Heißt, wir dürfen jetzt nochmal zum Friedhof gehen. 10 Minuten, nachdem wir gegangen sind. Okay. Die geöffnete Leiche ist noch immer auf dem Friedhof. Wir müssen sie unbedingt holen, bevor die neuen Patrouillen dorthin kommen. Was spannend ist, weil wir haben sie ja eben schon mal ganz kurz durchsucht und da war ja nichts damit. So. Ja, dann ich düse im Sauseschritt und die Ratte kann mich am Arsch lecken. Kümmert ihr euch bitte um die Ratte? Dankeschön. Scheiße. Eigentlich keine Patrone vergeuden, aber gut. Das ist der schnellste Weg, oder? Und jetzt hier links, rechts und dann. Ja. Ich würde vermuten, das ist der schnellste Weg. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob man wirklich diesen Zeitdruck hat oder ob das einfach nur vom Spiel gesagt wird und dann. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kenne, glaube ich, immer nur den Fall, dass man da hinkommt und dann ist keiner da, also keine Patrouille tatsächlich, weil man anscheinend dann schnell genug war. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so ist oder ob das einfach nur gesagt wird vom Spiel. So vom wegen irgendwie, beeil dich, aber eigentlich hast du gar keinen Druck. So ein bisschen schneller vielleicht gehen, hör mal. Ist nicht so wie in Tomb Raider, in den alten Teilen, in den klassischen Teilen, wo man springt, also schneller springt, als man läuft. Ist immer auch schön, wenn man in ihren 3-Meter-Sprüngen da. Clara Loft, ne? Ja, Lara Croft. Schneller hätten wir es jetzt auch nicht machen können, ehrlich gesagt. Ja.
Oh, eigentlich mal mit Grace sprechen. Ich habe vergessen, wie sie auf Deutsch heißt. Alle Totengräber sind fort. Oder sie. Laska, okay. Mein Leben ist so zart. Hart. Mein Leben ist so zart. Ja, aber das vielleicht auch. Es ist nicht damit getan, sie alle zu füttern. Ich muss auch mit jedem Einzelnen sprechen. Muss Worte finden, um sie zu trösten. Nur dann sind sie einem wohlgesonnen und glücklich. Jetzt sind alle verängstigt und murmeln irgendwas. Verstehen sie jetzt, warum ich so müde bin? Und mir die Stimme fast wegbricht beim Sprechen. Wovon redest du nur, Mädchen? Ich spreche von den Toten und ich spreche vor allem auch mit den Toten. Sie dürfen nicht denken, dass die Leute sterben und dann für immer weg sind. Einige sind nie wirklich fort. Sie leben unter der Erde und sterben aus, wenn man sich nicht um sie kümmert. Sie müssen immer von dieser Seite klopfen, dann verschwinden sie nicht. Lass mich deine Augen untersuchen. In Ordnung. Nun der Puls. Nimmst du Drogen? Nein, es ist das Twirin. Wir schlafen im Herzen der Steppe. Ich bin schon ganz grün davon. Es ist Blütezeit. Spüren Sie auch, wie die Luft vibriert? Das ist Twirin. Ich werde dich bald wieder besuchen. Was? Ja, werde ich tun. Ich werde Ihnen nicht erlauben, die Toten zu berühren. Verschwinden Sie sofort. Ich bin nur gekommen, um dich zu besuchen. Okay. Thanks for the Gespräch, you know. Ja, Harsen zu Saburov zurück, ne? Wir müssen sie über den Tunnel. Okay, upsala. Dann ab zu Saburov. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob da wirklich Patrouillen dann spawnen würden nach einer gewissen Zeit. Ich glaube es nicht, aber könnt ihr mir gerne mal schreiben, wenn ihr da mehr wisst. Ich glaube, mit Fug und Recht zu behaupten, dass dieses Wasserfass mit eines der am seltensten benutzten im ganzen Spiel ist von allen Spielern, weil es so abseits irgendwie liegt, hier hinter dem Zaun, wo keiner irgendwie so häufig hinkommt. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja, dann zurück zum, wie hieß er nochmal? Stängel, ne? Es gibt den Sumpf mit M. Das ist das Haus von Eva Jahn, wo wir ja auch untergekommen sind als Mediziner. Dann gibt es ja den Stängel. Das ist das Haus der Saburovs. Und dann gibt es ja noch den Klumpen. Das ist das Haus der Olgimskis. Ach ja. Wir haben schon spät am Abend und ich hoffe ehrlich gesagt, dass die Hauptquest irgendwann auch mal ein Ende findet. Nicht, weil sie mir nicht Spaß macht, sondern einfach, weil ich nicht möchte, dass ich Zeitprobleme habe. Ich meine, ich habe jetzt eigentlich... Ich meine, wir haben den Brief ja erst um 12 Uhr bekommen, also wir konnten ja gar nicht vorher groß wissentlich zumindest irgendwas machen. Was sagt eigentlich unser Ruf? Würde mich mal interessieren. Oh ja, könnten eigentlich ein bisschen Verbesserung vertragen, aber des Nachts, liebe Mitmenschen, des Nachts wird es passieren. Obwohl, ich kann auch hier weiter her. Was ist das für ein Gerumpel im Hintergrund? Ich dachte gerade, er hätte irgendwas in den Mülleimer geworfen auf einmal. Wäre auch interessant gewesen. Na! Nicht jetzt da festhängen. Hör auf mit dem Scheiß. Mir leid, aber ich kann es gerade nicht ändern. Besser du als ich, ne? Wie groß diese Ratten sind. Ich dachte, er will jetzt dahin kacken oder was? Ja, auch nicht. Das sah so komisch aus irgendwie. Gibt es wirklich kein Mittel gegen diese Infektion? Unsere Chancen stehen immer schlechter. Die Infektion weitet sich aus. Ja, teuflisch erfolglos. Nicht alles ist bereits verloren. Kann ich mit dir nicht. Ja, das. Na. Gibt es wirklich kein Mittel gegen diese Infektion? Nein, gerade nicht.
Shit. Ich dachte, ich soll mit dir nochmal sprechen. Müssen wir uns beeilen? Ogimski ist nachgiebig. Zu wem müssen wir jetzt gehen? Oder müssen wir jetzt zu den Kainz? Oder gehen wir zu Rubin und bringen ihm das, die Probe? Ich glaube, das machen wir, oder? Wir gehen zu Rubin und dann gehen wir zu den Kainz, würde ich sagen. Ich glaube, das ist am sinnvollsten. Ach, was sagt denn der Tag? Oh, 9 Uhr. Leute. Ei. Ei, caramba. Ja. Rubin, obwohl, ja. Zierraum. Könnten wir eigentlich hier entlang. Also jetzt quasi hier rechts. Und dann am Fluss entlang. Scheiße. Und die Rasentextur hat sich mal wieder verabschiedet. Juhu. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Es tut mir leid. Ich kann es nicht ändern. Verstehst du, Zuschauer? Oh, ja. Heute habe ich ja irgendwie ein bisschen gefühlt Zeitdruck hier. Ich meine, es ist, vielleicht ist es nur gefühlt so, aber vielleicht ist es auch Blödsinn, zu Rubin zu gehen. Ich weiß es doch auch nicht. Ich hatte jetzt eigentlich angenommen, dass wir zu Saburov nochmal gehen müssen, aber anscheinend ist das nicht der Fall. Ich meine, Rubin wäre sinnvoll, weil er, wie gesagt, der einzige andere Mediziner hier ist. Da kläffen sogar die Hunde zustimmend. Und die Fledermäuse auch. Also kläffen nicht, aber die... So. Lass jetzt auch Money mal eben außer Acht. Gucken wir mal. Muss man hier nochmal hergehen? Entlang gehen. Hier, ne? Ja, genau. Rubin! Ah! So. Ah. Stellt sich übrigens automatisch gerade scharf und unscharf. Ich würde lieber nicht nach einem neuen Ort suchen. Vielleicht haben wir jetzt gerade ein paar Gesprächsoptionen vorweggenommen, weil ich jetzt direkt schon reingeguckt habe. Ich weiß es nicht, aber... Nun was? Was haben Sie dort gesehen? Alles ist tot. Das tote Gewebe enthält keine lebenden Kulturen. Man könnte versuchen, Mikroben zu züchten. Meiner Meinung nach lässt sich nichts mehr erreichen. Die Kultur ist verloren. Also im allgemeinen Sinne, überall auf der Welt sowieso. Das ist schlimm. Nein, Kollege, das ist teuflisch gut. Ausgehend von unserer heutigen Entdeckung ist es möglich, eine mutige Schlussfolgerung zu ziehen. Die Sandseuche hält sich nicht in toten Körpern auf. Sie tötet und verschwindet dann sofort. Um leben zu können, benötigt sie warmes, mit Sauerstoff angereichertes Blut. Und wie funktioniert dieses Bakterium, Mediziner? Was ist Ihre Meinung dazu? Es greift das Blut an. Der letzte wichtige Beitrag erfolgt aber durch den Herzmuskel. Der Tod erfolgt durch Infarkt. Das ist schon etwas. Das bedeutet, wir benötigen das Herz eines Infizierten, das noch schlägt. Das ist natürlich eine absurde Forderung. Es ist möglich zu versuchen, mit Ihrem Impfstoff zu arbeiten. Sie haben doch Ihre einzigartige Quelle? Ja. Also können wir weiterarbeiten. Der heutige Tag hat mir neue Hoffnung gegeben. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich erstmal eben den Timer stoppen muss. Sonst labert oder klingelt er uns hier gleich in unser Gespräch rein. Zuerst bedeutet das, dass Häuserwände einen guten Schutz darstellen. Zweitens, dass der Lebenszyklus dieses Mörders unbedeutend kurz ist. Dadurch ist die Verbreitung der Krankheit eingeschränkt. Sobald sie den Träger tötet, stirbt sie unmittelbar danach.
Also können wir etwas dagegen ausrichten? Ja, es gibt Hoffnung. Der Feind ist zwar unsichtbar und ungeheuerlich, aber er ist nicht mehr so unbesiegbar, wie wir gedacht haben. Wir haben zumindest eine Schwäche herausgefunden. Nice. Und wir haben eine Linse bekommen. Ja. Oh, ich habe die Hauptquest beendet. Juhairasa, Heidewitzka, Sapalot, Botsblitz. Das ist immer meine größte Sorge, wie gesagt. Schön. Jetzt können wir noch zu den Kains gehen. Aber ich glaube, das machen wir... Ja, doch, machen wir heute noch. Die Gewebeproben der Toten enthalten keine Bakterienkulturen, da diese zusammen mit dem Träger sterben. Daraus lässt sich folgern, dass die Ausbreitung der tödlichen Krankheit eingegrenzt werden kann. Es ist eine strikte Isolation erforderlich. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Mauern einen guten Schutz gegen diese Krankheit bieten. Am idealsten ist allerdings Glas. Jetzt eskaliert die Musik gerade wieder, weil wir lange nur mit ihm gesprochen haben. Finde ich immer schön. Ich möchte mal eben kurz gucken. Wir haben hier gerade 3 Striche. Und wenn ich jetzt diese... Ah, wo ist er? Ha, haben wir 6. Perfekt. Okay. Wie viel haben wir denn? 21.27 Uhr. Okay, das sollte dann eigentlich reichen. Wir... ich glaube, es ist es tatsächlich. Ja, macht, glaube ich, keinen großen Unterschied. Wir können eigentlich auch wieder über die Brücke gehen. Über diese Brücke musst du gehen. Hier irgendwo, ne? Kommt man doch, glaube ich, raus. Ja, gut. Und dann noch zu den Kains. Und dann haben wir den Tag, glaube ich, auch gut hinter uns gebracht. Ein weiterer Tag. Und wir müssen bald mal wieder was futtern. Ist immer so interessant, dass hier so Sumpfgeräusche sind in diesem Park. So. Frösche und sowas. So, Manni, weil du mir schon entgegenkommst. Danke für nichts. Stellt euch einfach vor, diese fehlende Rasentextur ist Schnee oder so. Oder wenn ihr dystopisch denkt, könnt ihr auch denken, es ist Plastik. Die Verschwendung der Gesellschaft. Hier waren wir heute. Waren wir heute? Doch, wir haben angefangen hier, klar. Der Kreis schließt sich, merkt ihr? Anfang der Session bei den Kains gestartet, bei Victor. Und jetzt enden wir hier. Und zwar wollte ich, glaube ich, noch mit Georgi sprechen. Wenn mich nicht alles täuscht. Oder? Ich würde sagen, Georgi, ja. Anscheinend muss ich das Pulver an mir selbst testen. Das hatten wir ja gemacht. Das heißt, ich finde das so komisch. Das hatte ich auch nicht mehr in Erinnerung, dass bei den Nebenquests das irgendwie nicht mit diesen 3 Asterixen, also nicht der Asterix der Gallier, sondern hier die Sternchen, dass da auch angezeigt wird, dass eine Nebenquest vorbei ist. Aber anscheinend ist das nicht der Fall. 22 Uhr. Gehen wir erstmal zu Georgi. Dem Familienoberhaupt. Dem Richter. Dem Henker. Was zum Henker? Warum bin ich da festgehangen? Die Leute sterben häufig, weil sie dem Tod nichts entgegensetzen können. Ich werde denjenigen, der Simons Körper findet, mit Geld überhäufen. Und ich werde... Ja, hatten wir schon. Also, Rubin wollen wir ja nicht in der Pfanne hauen.
Ich habe die Körperdiebe aufgespürt. Es handelt sich um die flüchtigen Metzger. Haben Sie den Körper gefunden? Ja. Der Körper wurde seziert und entstellt. Ich bezweifle jedoch, dass es sich um den Körper Ihres Bruders handelt. Ich werde Ihnen das Gebäude zeigen, in dem ich ihn gefunden habe. Ich werde sofort meine Leute dorthin schicken. Ich danke Ihnen. Bringen Sie den Körper nicht zu den Hörnern und schicken Sie die Boten zur Quarantänestation. Wow, 4000. Dankeschön. Cool. Oh, okay. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Also, es ist dann doch so. Dann möchte ich jetzt gleich nochmal was probieren. Weil ich habe, das ist Schmauder. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir das genommen haben. Mit diesem kleinen Jungen, falls ihr euch daran erinnert, in der letzten Session, der in diesem Innenhof da stand, in dem rechten Gebiet, da auf der Karte. Und der, dem wir gesagt haben, du haust jetzt hier mal ab, ne? Du hast hier nichts zu suchen. Und dann, du probierst das Schmauder, dieses Puder da nicht an dir aus. Ich nehme das an mich. Und dann haben wir das, glaube ich, auch im nächsten Zug genommen, wenn mich nicht alles täuscht, weil wir da von einer Infektionswolke erwischt wurden. Also, warum geht das nicht weiter? Jedenfalls, es ist bitter, der Verbreiter einer Tragödie zu sein. Tragödie? Tragödie zu sein. Die gefundene Leiche ist so entstellt, dass sie nicht mehr zu erkennen ist. Aber Georgi ist dankbarer denn je für eine solche Information. Aber etwas in dieser Geschichte macht mich nervös. Leerzeichen. Punkt. 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 Ja, okay. Ich hatte gerade eben schon gespeichert, ne? Egal. Und zwar möchte ich gerne probieren. Was sagt meine Gesundheit? Oh, das könnte mich umbringen. Ich möchte es trotzdem einfach mal probieren. Ja, gespeichert. Oh, das war knapp. Ja, es führt die Quest nicht fort. Das ist natürlich Schwachfug. Das ist wirklich Schwachfug. Ist sie verbuggt oder so? Da habe ich irgendwas nicht gecheckt. Könnt ihr mir auch gerne schreiben, falls ihr euch da auskennt. Weil ich habe doch das... Also ein anderes Schmauder gibt's doch nicht. Ja, okay. Dann würde ich sagen, wir haben den heutigen Tag eigentlich gut hinter uns gebracht. Also ich bin echt sehr zufrieden. Bis jetzt läuft's ganz gut. Es war, also man, wie gesagt, man hätte ein bisschen rumtrödeln dürfen jetzt im Nachhinein. Wir haben jetzt ja 22 Uhr. Aber ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig. Ich würde sagen, wir gehen mal zu Eva und nächtigen mal eine Runde. Kannte die Flimmer, die macht mich hier ganz kirre. Und wenn wir das getan haben, könnten wir eigentlich nochmal... Oh, der Bucklige ist, glaube ich, zu Hause. Oh, jetzt habe ich schon was vorweggenommen. Na, egal. Ihr wisst ja noch nicht, wer es ist. Vielleicht ist es der Glöckner von Notre Dame, vielleicht auch nicht. Quatsch mal mit Eva nochmal eben. Bisschen Überlänge heute wieder. Niemand ist verloren. So. Ja, ja. Laber nicht. Ja, okay. Dann würde ich sagen, wir speichern hier und ich bedanke mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Haben wir wieder was gelernt? Nämlich, dass die Metzger ganz schön gefährlich sein können hier, ne? Und die, ja, diesen Leichnam entstellt haben, aber der Leichnam anscheinend nicht der von Simon war. Was ja zumindest schon mal gut ist. Und wir haben herausgefunden, dass die Sandseuche nicht in toten Körpern verbleibt und dann noch ansteckend ist, sondern nur in lebendem Gewebe vorkommt. Auch das sind ja wissenswerte Informationen, mit denen wir dann in die nächsten Tage gehen können und zusammen mit Rubin und unseren Verbündeten dann versuchen können, das weiter noch so im Griff zu halten und eine größere Infektion, einen größeren Ausbruch, eine größere Epidemie zu verhindern. Recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit, würde ich sagen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Dave.